So, ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause. Es geht weiter mit Satisfactory und unserer schönen kleinen Welt hier. Und natürlich so ne, zeitweilig mit ein bisschen Hallenbau, mit ein bisschen Weihnachtsevent zwischendurch. Das heißt, ich muss mal schauen gleich, wie weit das so ist. Ne, das heißt, wie weit ich da bin mit der Produktion. Vielleicht kann ich ja schon den nächsten Step wieder abschließen. So. Ja, erstmal recht herzlich Salon an die dazugekommen sind und natürlich ein Dankeschön an alle, die weiterhin hier gewartet haben und die Pause mit mir durchgestanden haben. Viel Spaß weiter beim Zuschauen. So, was wollte ich? Genau. Ursprünglich wollte ich eigentlich mal sowas wie Dach haben. Dann sind mir aber noch ein paar andere Sachen eingefallen, denn ich habe hier irgendwo mal Treppe umgebaut. Hier, genau. Da habe ich mal Treppe umgebaut. Heißt, da nicht, da nicht, da nicht, aber hier fehlt ein Lampenelement. Weil hier ist ja wieder Decke. Da müsste ich theoretisch noch eine Lampe hinbauen. Organisation war das, Deckenlicht. So, jetzt muss ich wieder ausrichten. So rum. Und so. Genau. Da das jetzt neues Licht ist, muss ich nachher einmal komplett die Beleuchtung aus- und wieder einschalten. Weg. Weil mein Lichtkreis, den brauche ich von da nach da und den brauche ich von da nach da. Man sieht auch direkt den Unterschied, 10%, 10% oder 20 sind es, glaube ich, und hier sind es 100%. Ja, das liegt halt daran, dass ich da dass neue Elemente immer zu voller mit, oder mit voller Beleuchtungsstärke hier dran sind. Da oben könnte ich doch auch eigentlich wieder eins hinsetzen, oder? Das heißt doch auch jetzt wieder zu. Das war nämlich vorher war das nämlich hier alles offen. Das heißt, da könnte ich auch wieder ein Lichtelement hinsetzen. So. Mal eben schauen, was hier wo angeschlossen ist. Ah, alle ausgegangen. Bis auf das eine unten. So, das geht nach da. Von dem geht es nach da und von dem geht es nach da. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch einfach alles dran lassen. Mache ich auch. Und dies einfach verbunden. Ne? Ja, ist verbunden. Dann schließe ich einfach das da dran an. So, ja. Muss ich den halt nur wieder die Helligkeit stutzen, indem ich hier. Moment, hier komme ich gar nicht durch. Indem ich hier mal ganz kurz. Hallo. Jetzt. Mal ganz kurz mein Licht an- und ausmache. Eine Wich runter sparen können. Die Beleuchtungssteuerung ist hier. Na, einmal hier dran, einmal Nachtmodus aus, einmal Nachtmodus an und schon hat sich's erledigt. Jetzt sind alle Lämpchen dunkel. Ja, was natürlich noch nicht beleuchtet ist, ist die komplette obere Weihnachtsproduktion. Da wollte ich ja auch noch mal hin, habe ich gesagt. Um mal zu schauen, was ich da bereits habe. Er ist hier fleißig am Produzieren. Dafür muss ich dann aber zum Lager. Genau. Mal zum W-Lager.
Schleifen brauchte ich nicht, Zuckerstangen brauchte ich nicht. Ich brauche für das Weihnachtsevent hier, die brauche ich. Denn hier mitgenommen. Commerce Loop. Warum habe ich denn den wieder mitgenommen? Keine Ahnung. So, die nehme ich mal mit. Noch mitnehme sind, also das waren die, sind die bunten Kugeln, wo sind die? Die waren hier. Die nehme ich auch mal alle raus. Oh, ja, fast alle. Und dann gehen wir mal damit runter. Bin mir nicht sicher, ich meine, ich bräuchte auch noch Zweige, aber Zweige habe ich unten noch in der Truhe liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Also müsste das eigentlich passen. So viele Treppen. So, wir brauchen. Wir brauchten für das Feiertagsereignis hier oha, doch ein bisschen mehr. 200 von den Kränzen und 400 von den bunten, von den Kugelsammlungen hier. Kugelbündel heißen sie. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen durchproduzieren und dann passt das. Und natürlich hier die im Wunderstern. Aber den gab es im Adventskalender oder gibt es noch oder wird es noch geben, ist glaube ich richtiger gesagt. Ich habe ja hier ein bisschen vorgegriffen. Das heißt, den müssen wir noch voll machen und hier brauchen wir noch einen und dann können wir es abschließen. Sehr schön. Knack, ist ja gar nicht mal so viel. Okay, dann machen wir das nächste. Sitzen wir mal ganz kurz hinten in unsere Elektronikhalle, weil da fehlt ja auch noch ein bisschen was. Aber nur ein bisschen. Nämlich auch fast fertig. So, ich fliege, ich fliege. Ah, das ist der falsche Richtung wieder. So, ne? Genau. Ach so, ja. Ich habe ja ursprünglich, habe ich ja gesagt, hier, ich habe ja mein System, ne? Rechts, links, geradeaus. Rechts, links, geradeaus. Rechts, links, geradeaus. Rechts, links. Und die nächste Reihe. Thank you.
einmal fix hier fertig bauen. Schön ist es, ist eigentlich wie bei Fortnite. Der Boden ist zwar noch nicht fertig, du kannst aber schon drauf rumlaufen. Ne? No. Achso. Und sagen, Material kann nicht alle sein. Da habe ich genug von mit. Oh, eine Reihe noch, ne? Dann haben wir das auch voll. Nanu. So. So, einmal das Dach durchgehämmert. So muss das. Und jetzt brauche ich nur noch irgendwo Treppe, sage ich mal. Die könnte ich mir, wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Eigentlich hier irgendwo sein. Ja. Da ist der Durchgang. Und da könnte ich mir dann eigentlich hier so eine schöne Treppe hochbauen. Aber die mache ich natürlich. Warte mal, das sind vier hoch. Das heißt, die sind auch vier in der Breite. Ich fange da an. Eins, zwei. Nee. Die waren, glaube ich, immer einen halben, ne? Genau. Da ist das Tor. Da fangen wir an. Das heißt, eins, zwei. Das Fundament muss raus. Das Fundament muss raus und hier kommt eine schnuckelige Treppe rein. Irgendwo. Oh, schon W604. So. Dann schauen wir mal. Ach, das ist ja jetzt in Eich. Ich gucke immer noch in Organisation. Die Dinger sind jetzt in Architektur gelandet. Da werde ich mich wahrscheinlich erstmal nicht so schnell dran gewöhnen, aber egal. So. Verkehrt. Jetzt ist richtig. Ich glaube, ich gehe lieber hier hin. Komme ich wenigstens sauber an den Bühnen vorbei. Drei. Und vier.
Ein sauberer Aufgang. Schöne bei den Treppen ist, sie sind halt doppelt so steil wie eine Rampe. Dann kommst halt viel besser hier hoch. Und inzwischen gibt es auch natürlich viel schönere Abschlüsse, die ihr bauen könnt. Ah, passt gut. So. Rundplatte, so. Und ja, jetzt kann man natürlich noch hier, wenn das Dach noch nicht gesichert ist, das mache ich auch nicht, lasse das jetzt so wie es ist. Ne? So. Da noch ein Geländer hin und fertig. Das ist wie das obere Dach. Ne? Da geht es vielleicht irgendwann weiter und wie man das so von normalen Dächern kennt. Na, da gibt es ja dann auch nicht unbedingt ein Geländer am Dach. Also lassen wir das mal so, wie es ist. Kann ich auf jeden Fall hier oben Geschenke runterpflücken, wenn noch welche landen sollten. Aber die scheinen weitestgehend aufgehört zu haben. Ne? Ob immer nur so eine bestimmte Menge runterkommt, die dann irgendwo rumliegt und wenn die Menge ausgereizt ist, dann war es das. Wenn ich mir das Fließband da unten so anschaue, so den Eindruck, dass ich das bald erweitern muss. Oder? Was ich denn dafür eins? Genauso nämlich noch das Dreier. Ich glaube, dass ich hier bald auf 4 umstellen muss. Aber wenn ich noch ein bisschen mehr produziere da hinten, dann reicht das nicht mehr aus, um die Menge wegzukriegen. Sagt eigentlich die Energie. Perfekt, oder? Einfach perfekt. Cool. So, das eine Dach ist fertig. Unten meine ganzen Energiespeicher. Als kleines Backup. Wenn ich es mal wieder schaffe, irgendwelche Kraftwerke lahmzulegen, dann habe ich da eine kleine Sicherung. Was ich noch machen könnte, ich könnte mir noch irgendwann mal zwei neue Eisenerzvorkommen erschließen und damit eine, ich sag mal hier eine vernünftige Produktion noch mal aufbauen für Eisen. Barren. Hier mache ich ja jetzt Kupferbarren, satt und schmutzig. Da könnte ich dann halt Eisenbarren machen. Ja, sehr cool. Dann gehe ich noch mal gucken, ob ich jetzt ein paar Pilzchen finde, würde ich sagen. Allen stehen ja soweit. Die Produktion da oben läuft mit Sicherheit noch. Dann schnappen wir uns mal unseren schönen, geilen Explorer. Ich finde den cool. Warte mal, Pilze waren noch eventuell da vorne in der Höhle. Muss ich hier runter? Irgendwo hier vorne, meine ich, war die. Oh, nein! Shit. So, kein Thema. Müssen wir nur einmal ordentlich auf die Seite legen. So. Und dann raussteigen und dann wieder anklicken und steht er wieder. So. Und in dieser schnuckligen Höhle, Moment, ich weiß nicht, was da noch so auf mich wartet, da standen eigentlich ganz viele Pilze drin. Aber so wirklich nachwachsen tun die nicht, ne? Ja, blöd.
Dachte, die wachsen nach, die Pilzken. Tun sie da unten irgendwie nicht. Davon habe ich eigentlich genug, aber nehmen sie natürlich mit. Ich brauche Pilze. Glaube, die gab es hinten im Wald. Da müsste es eigentlich ganz viele geben. Wie kam ich da unbeschadet hin? Also so eine Pilzfarm zwischen, sage ich mal. So eine Giftfarm. Vorne ist unser vergiftetes Gelände zwischen. Ah, hier kann ich zwischendurch fahren. Mich schon gesehen. Muss man mal wieder Sprengstoff mitnehmen, dann kann ich die Viecher auch wieder beseitigen hier. So, da unten müsste es eigentlich jede Menge geben. Komme ich da wieder hoch, wenn ich... Ah, da hinten kann ich hochfahren, ne? Mal folgendes. Düsen mal hier runter. Noch so ein Giftmischer. Ups. Oh, da geht's tief runter, da muss ich jetzt aufpassen. Ach du lieber Gott. Oho, ja, habe ich verstanden. Da stand, vergiss es dran. Da muss ich darunter. Ja, normalerweise, wenn man in diesem Fahrzeug sitzt, passiert nicht allzu viel. Aber wie man sieht, so ein ganz klein bisschen Leben habe ich dennoch verloren beim Runterspringen hier. Aber hier müsste es jetzt auch Pilze geben. Oh. Das war jetzt wieder sehr... Huch, war das. Noch Pilzbiom? Ne, ist noch nicht Pilzbiom. Ja. Wir machen das mal ganz geschickt jetzt.
bin doch mit meinen Kraftwerken in dem Pilzbiom. Na, es war auf jeden Fall ein schöner kleiner Ausflug. Wenn auch sinnlos, mehr oder weniger. Ups. Ja, der Wendekreis ist noch ein bisschen zu wünschen über, aber ansonsten ist das Ding ganz schick. Oh, nicht auf dem Energie. Speicher parken hier. So, dann machen wir es anders. Wie viel Platz habe ich denn noch im Inventar? Für Pilze wird es reichen. Ja, fast richtig. Siehst du, ich wollte mir doch auch noch so eine Kanone bauen. Das können wir ja auch noch machen, eine ultra coole Kanone bauen. So, der ist auf dem Weg und ich repariere mal wieder den Spielesound. Schon wieder kaputt gemacht hier. So, da sind wir wieder. Auf dem Weg, immer noch, wundervollen Hypercube. Oh, Pilzgen. Ein Pilzgen. Ach, da ist noch einer. Dass ich hier nicht von einem Außerirdischen überrascht werde. Oh, die Welt zu Ende, glaube ich. Ui, hat mich getroffen. Hat mich getroffen. Boah, ist der heftig, der kleine Drecksack.
So. Für den Fall, dass da noch einer ist. So, upsa. Ellenorgane mitnehmen. Da kann ich übrigens auch wieder. Habe ich auch ein Rezept für jetzt, dass ich. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ja. Wo denn? Die Artefakte, die mich gerade interessieren, sind meine. Ach, da drüben. Oh, da steht eins. Ui. Harvest it. Ja, ja, ist ja gut. Lecker. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Drüben ist noch ein Vieh. Da drüben sind aber auch noch Pilze, richtig? Richtig. Lass uns doch mal darüber. Okay. Noch eine Runde Fahrschein? Nö, gut. So, dann lass uns doch mal hier warme jetzt mal so ein paar von den Teilen. Mach das mal mit Nüssen wieder hoch. Ansonsten hätte das ja jetzt überhaupt keinen Sinn gehabt, dieses Vieh zu killen. Ne? So kriege ich nämlich jetzt hier einmal Alien-Organe und kann daraus wieder einen Spender herstellen. Wenn ich aber jemals immer einen dafür verbrauche, ne? Geht die Rechnung nicht so ganz auf. Also so, dann wieder den Spender rein. Und Pilze sammeln. Nüsschen. Noch ein Pilz. War ich schon. Was? So. Also nochmal Nüsse. Oh, hoffentlich sind die Geschenke wasserfest. Oh, eine gelbe Elektroschnecke. Eins oder zwei? Oh. Jetzt wird's böse. Ich
Die treffe ich nämlich so nicht. So, jetzt der da. Will er hin? Na, zumindest kann er schwimmen, ne? Noch. So. Gruselige Viecher. So, gelbe Elektroschnecke mitnehmen. Natürlich. Auch mit. Und natürlich das hier. Alien-Panzer hier und Alien-Panzer da. Und da vorne steht noch ein Pilz. Nachladen hier. Das. Rohquarz, ach so. Für Quarz habe ich ja inzwischen genug. Ganz viele Pilze und eine Mobs, so gefällt mir das. Auch noch einer. Und da hinten sind noch welche. Ja, da habe ich doch schon einiges zusammen wieder. Das heißt, ich kann mir jetzt endlich wieder einen ordentlichen Vorrat von diesen Spendern zulegen. Denke ich eigentlich schade, dass man aus diesen Dingern hier keine Farm bauen kann. Also, dass man die selber anpflanzen kann irgendwie. Das hätte was. Dann könnte man sich nämlich auch eine automatische Futterstelle bauen, sag ich mal. Futterherstellung. Ein wahrer Hagel hier. Comply. Der hier hoch? Ne. Ui. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Kommt er hier hoch? So, erwischt. Ganz schön hartnäckig. Meine Güte. Oh, ein bisschen Munition verschwenden. Hab ja genug davon. So, dann schnappen wir uns Pilz. Oh, noch ein Pilz. Ah, ich bin ja da. Lass sie ja nicht liegen. Picking up
multiple Fix-It personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Ja, ja. Drüben sind noch Pilze. Entdeckt, er hat mich entdeckt, er hat mich entdeckt. Die sind zum Glück nicht allzu hartnäckig im Verkehr. Wie die, die dieses grüne Gift da schweinen. Na, jetzt habe ich doch gleich hier ordentlich Pilzchen gesammelt. Sind da unten noch welche? Wahrscheinlich, ne? Ufer wahrscheinlich eher wie hier oben. Ein Mops? Aber auch nicht wirklich Pilze, oder? Ne. Hier nicht mehr so gerade. Drauf sind auch keine. Ja, sind wir jetzt gleich einmal um den See rum. Da steht noch einer wieder. Einer. Aha. Oh, oh. So. Und der da. War da oben. Ganz viele. Da sind wieder diese Giftdinger, ne? Warte mal. Da gibt es doch ein Mittel gegen. Nennt sich Gasmaske. Jetzt darf ich noch nicht in die Tiefe stürzen. Hallo. Mehr, doch da. Da steht auch noch einer. So. Ach, hallo. Da steht noch was. Jetzt erstmal sehe ich hier nichts mehr. Erstmal ein Stück von den Viechern weg. So. Und wieder umkleiden. Ne? So. Kraftwerk, ich komme! Oh, nix wie weg hier, ne? Oh. Riesiges Paket liegt auf meinem Kraftwerk.
Bin ja schon froh, dass die Dinger nichts blockieren können. Ich glaube, diesen Hypercube könnte man auch noch beschleunigen, indem man da vielleicht mehrere Eingänge setzt. Ist das dann nur für ein kurzes Stück schneller oder ist das dann generell schneller? Ansonsten könnte ich ja ganz einfach irgendwie drei am Anfang, drei am Ende setzen oder so, oder fünf, und dann bin ich dementsprechend schneller unterwegs. Das wäre mal ein Punkt, der auszuprobieren wäre. Nach dem Motto, was wäre wenn? Transport. Ja, Hypercube, ja. Hypercube ein. So. Mal weg. Ich hoffe, das passt dann noch. Und mach mal so. Kriege ich die so zusammen? Wo ist er? Na gut, da kriege ich irgendwie keinen zwischen. Ist nicht schlimm. Dann versuche ich es hier noch mit allem. Gucken wir mal, ob wir da was zwischenkriegen. Geht gar nicht. Ah, wie geht das? Da, irgendwie geht das, irgendwie ging das. Ich glaube, man musste das ein bisschen tricksen. Ne? Man musste sich da, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, musste da, glaube ich, erst die Stütze hinsetzen. So, noch eine Stütze und noch eine Stütze. So, ne? Genau. Dann erst verbinden. Und dann konnte man, glaube ich, die Stütze zum Eingang machen irgendwie. Ziel? Wieso? Nur zwei oder was? Jetzt. Eine Stütze, wieso macht er das denn nicht? Hat es doch auch gemacht. Ungültiges Ziel. Gehen nur zwei hintereinander oder ist irgendwie begrenzt?
Da geht's nicht. Da geht's nicht. Ja, dann haben die das wahrscheinlich irgendwie begrenzt oder so. So, Testlauf. Sehr witzig. Sehr witzig, haha. Okay, nächste. Macht er wieder noch darüber? Irgendwie. Was ist denn für ein Hintern? Ja. Moin Larunes, was macht die Kunst? Alles gut bei dir? Versuche gerade Hypercube-Eingänge hintereinander zu setzen, aber irgendwie klappt das nicht. So, da kann ich jetzt zum Beispiel keinen mehr hinsetzen. Da ist einer. Nicht einen vorsetzen, aber eine Verbindung kriege ich da nicht hin. Und einfach so irgendwo hier drauf aufs Rohr setzen, macht er nicht. Glaube, das mit dieser Kanone, das funktioniert nicht mehr. Haben sich wahrscheinlich zu viele kaputt geschossen mit oder so, keine Ahnung. Also, ich kann mal so einen Testlauf hier machen. Mach mal hier. Bauen wir hier eine Schürze hin. So. Zack. Weiter noch eine. Und weiter noch eine. Und noch eine. Gehen wir mal hier hin. Dann setze ich mal hier einen Ausgang hin. Hypercube Eingang. Von der Seite. Da setze ich einen Hypercube Eingang von der Seite hin. So. Dann einmal hier längelnde Verbindung. Ne? Die muss ich ja erst bauen, glaube ich. Jetzt versuche ich da noch einen hinterzubauen. Geht nur in die Gegenrichtung, sicher. Wenn ich da einen hinbaue. Versuche das anzuschließen, dann macht er das nicht. Oder muss ich das, warte mal, muss ich das so machen? Ah, warte mal. Ich glaube, ich komme der Sache gerade auf die Spur. Komme der Sache gerade auf die Spur. Wir bauen da. Bauen da. Ist das eine Reihe? Ja. So. Genau, dann brauchen wir noch einen Eingang. Eingang. Erstmal ein bisschen rumprobieren hier, ne? So.
Und da ist schon ein Gag. Jetzt müsste ich mich ja theoretisch dann da hinten gleich wie doof rausschießen. Aber von dem Eingang zu der Röhre, von da geht es dann automatisch da rein. Ich ja dann da rein, so. Da nach da. Und von da nach da. Und dann einmal um die Kurve, damit ich da nicht, ne, so gerade komme. So gerade rauskomme. Ich glaube, so geht das nur. Mal kurz einen Mast hier hin, so. Eins, zwei, so, und testen. Tada! Mit Kaffeetasse am besten. War das jetzt schneller oder nicht? Haben das jetzt nicht schneller vor, offen gesagt. Ich glaube, das war nicht schneller. Bist du auch wieder schön am Zocken? Das war richtig. Okay. Ja, aber irgendwie kam mir das jetzt nicht schneller vor. Mal gucken, ich muss mal hier so ein... muss das hier mal verlängern und dann schauen wir mal. Bin mal gespannt, ob ich gleich schneller unterwegs bin. Bauen wir mal hier noch eine Auslass vor. So. Ne, warte mal, ich muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Ich mache das mal so. Weil dann komme ich nämlich hier, komme ich dann nämlich raus. So, das heißt von da nach da dann. Da nach da, ich glaube, sonst kürzer kann man den, glaube ich, nicht bauen. Dann bauen wir uns noch hier noch einen. Aufpassen, dass ich da nicht irgendwie eingeschluckt werde hier gleich. Ach, fast. Spitze nach da. Genau, das habe ich gerade vor. Das habe ich gerade vor. Schauen mal, ob das jetzt funktioniert. Das ist eine Reihe, hoffe ich. Sieht nach einer Reihe aus. So, dann bauen wir uns Eingänge. Noch ein Eingang. Und so. Und noch ein Eingang. Dann die Cube. Da. Nach da, von da nach da geht nicht, glaube ich. Genau, dann wieder von da nach da. Von da nach da. Da ist mein Auslass, da müsste ich eigentlich theoretisch rauskommen. Sollte funktionieren. Und dann brauche ich noch Strom. Strom für alles. Achso, da sind schon vier dran. Ups. Da sind erst drei dran. Dann mache ich das anders. Dann pflücke ich den nochmal ab. Wo geht der denn hin? Der geht zu dem hinteren. Ah, okay. Stimmt, da habe ich ja noch einen. Das heißt von da nach da.
Und dann nochmal von dem da zu. Wer ist noch nicht? Wer hat nochmal? Nein. Wer hat schon mal? Wer will noch nicht? Ach ne, irgendwie so in der Richtung. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich packe die Kaffeetasse lieber weg. Ich verschütte die sonst. So, Gewehr drauf und los. Ja, in der Tat. Will nichts sagen, aber mir kommt das jetzt gerade schneller vor. Das sein. Ich bin gespannt. Ich werde mir mal ganz dezent gleich, also die Geschwindigkeit ist ja jetzt quasi. An die kann man sich ja jetzt quasi gerade gewöhnen. Wenn wir gleich hinten rausgeschossen kommen, dann gehen wir mal andersrum rein und gucken mal, ob es uns dann langsamer vorkommt. Kurz beiseite treten und wieder hin. Ja, definitiv langsamer. Definitiv langsamer. Dann mache ich das hier hinten doch auch noch mal. Jetzt muss ich mal eben schauen, nach wohin ich mich hier ausbreiten kann. Kommst mal weg. Mal weg. Mache ich das in die Richtung, würde ich sagen. Ne? So, und dann gehen wir halt um die Kurve hier. So sollte das gehen mit der Kurve, hoffe ich. Ausprobieren. Heilraum überlappen sich. I. Tja, anscheinend wohl nicht. Moment. Das muss ich so lassen, sonst komme ich nicht drunter durch mit dem Auto. Das heißt, ich kann das doch auch da oben machen. Der erste. Zielen, weil jetzt habe ich hier kein Raster mehr gerade. Das ist der zweite. Zusammen, so. Und das hier wird der dritte. Das müsste eigentlich hinhauen und dann hier unten noch, ich sag mal, mein Starter. Was geht's los? Von da aus starte ich und jetzt brauche ich die Eingänge. Eingang. Beigang. Eingang. Gang oder so und natürlich die Verbindung. Oh. Echt jetzt? Na gut, ist ja gewonnen. Hast ja gewonnen. Im Eingang. Nach da und von dem nach. Uiuiui. Bisschen zu nah dran.
wieder wegmachen. Also ein bisschen weiter weg. Oh ja. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Erstmal gucken, ob das geht. Bevor ich hier einen Eingang inbaue. So, den Eingang noch. Dann setzen wir uns hier mal einen fetten Strommast hin. Und ich setze einen MK3 hin. Fertig. Wo habe ich den Strom? Auf welcher Seite? Hier. Setze ich mir jetzt hier einen fetten Strommast hin. Aua. Spannung steigt. Was passiert? Wie? Cool. Ja, nicht schlecht, Frau Spechte. Da kommt was. Da kommt was. Also mir kommt das jetzt zumindest schneller vor. Ob das wirklich schneller ist, das wäre vielleicht mal eine Sache, die man messen müsste. Weiß aber nicht, komme ich da hinten jetzt überhaupt noch raus? Nicht, dass ich da hinten dann gleich im Hypercube festhänge, wenn ich da... Kann das sein, dass das bergauf langsamer wird? Ja, wird. Jetzt bin ich definitiv wieder so schnell unterwegs, wie ich gerade reingeflogen bin. Wir könnten das ja an der Förderhöhe theoretisch feststellen. Also ich müsste eigentlich so ein Rohr nach oben bauen und dann einfach mal gucken, wie hoch man rausgeschossen wird. Irgendwie so. Bestimmt lustig. So, jetzt bin ich gespannt. Ist er mich raus oder nicht? Ja, hier lässt er mich raus. Ob er mich da vorne auch noch rauslässt, so knapp wie ich das hintereinander gebaut habe. Das ist die Frage. Aber das werden wir dann sehen. So. Ich stelle mich mal kurz hier oben hin. Ich bin noch mal für 3 bis 5 Minütchen im Hintergrund und dann wieder für euch da. Bis gleich.